Zumindest die schwangere Frau ist da. Yes. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Was für ein... ich weiß nicht. Also die Kollegen so von... How far along are you, Anna? Die Kollegen vom Typen hier, von Cole, die sind alle unglaublich unsympathisch irgendwie und werden nicht sympathischer. Right. So und da haben wir schon mal die Diplomatenflagge gefunden. You are wrong about Gabriel. Na, könntest du vielleicht mal... Hallo? Already he works hard. Wie viel soll ich denn noch damit rumwackeln? Jetzt. Unless you help us, young Anna, your little one won't be seeing Papa for a very long time. Eine Bibel. Nothing significant. Nee, ne? Okay. Gut, dann schauen wir uns mal weiter um. Mit der Frau können wir uns gleich noch unterhalten. Es wäre eigentlich schön gewesen, wenn sie die Tür zugemacht hätten. Es ist ein bisschen assi, hier die Tür offen zu lassen. Na gut, was soll's. Hier kommen wir nicht rein. Ein bisschen merkwürdig, wenn wir die Wohnung untersuchen sollen, aber was soll's. Difficult to tell whether it's the suspect vehicle from the scene. Certainly Gabriel's pride and joy. Hm. Hat Ford nicht immer irgendwie ein Ford-Zeichen von dran gehabt, beziehungsweise einen Schriftzug in früheren Zeiten? Den müsste man ja dann eigentlich sehen. Serving breakfast for two, Anna? You should have cleared up. Tja, und da hat jemand ordentlich geraucht. Also es scheint jemand nervös zu sein. So, wir unterhalten uns gleich mit ihr. Ich schaue erstmal hinten raus. Vielleicht ist er ja noch in der Nähe. Aber sieht nicht so aus. Ich glaube, der ist schon getürmt. Den werden wir wohl nicht mehr finden. Aber theoretischerweise könnte ja jemand ihn gesehen haben. Zum Beispiel der Kollege da drüben. Wollen wir mal zu dem hingehen kurz? Ach klar, warum nicht? Können auch hier unten rein, echt? Nee, okay. Sah bloß golden aus, die Türklinke. Okay, also wenn wir hier wegtreten, dann hört auch die Musik auf. Das heißt, es gehört nicht mehr zum Fall mit. Du gehörst nicht zum Fall? Nee, scheinbar nicht. Okay. Hätte ja sein können. Dann schauen wir mal drin weiter. Zumindest hier hinten können wir noch rein. Ah, das sieht gut aus. Lass mal hier den kleinen Schuppen untersuchen. Und da haben wir auch schon Räder. Ah, Packard. Na, so ein Zufall. Looks like Valdez gets his wheel back. Wie schön. Ja, das hat man schon. Weiß ich doch. Das wollte ich auch gar nicht. So. Ein unrostiges Spalteisen. Wunderschön. Der Hammer? Was ist denn mit Hammer und Pfeile? Was hast du denn mit denen? Probably nothing. Wahrscheinlich nicht. Okay. Der Hammer doch auch nicht, oder? Not sure this means much. Okay. Dann lasst es mich doch nicht auswählen, bitte, so ein Rotz. Ups. Und ein paar Kennzeichen. Ein Diplomatenkennzeichen. Na sowas. Sieh mal einer an. Diplomatic license plates. Wunderbar. Das ist wahrscheinlich unwichtig, nehme ich an, oder? Hm. Yep. I don't think this is any use to us. Gut. Dann sollten wir soweit eigentlich alles haben. Ich nehme an, das ist auch uninteressant. Jo. Uninteressant. Mhm. Gut, aber ich denke, wir haben soweit... Ja, ja, die Musik hat auch aufgehört. Ich glaube, wir haben jetzt alles gefunden, was wir finden können. Also das mit der Musik als Hinweis, das reicht mir schon, glaube ich. Oh, hier im Haus ist noch was? Oder wie?
Oder war das nur nochmal so ein, du musst noch weitermachen, Ping? So, gehen wir nochmal kurz im Schlafzimmer schauen. Ein Amulett. Incidental. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Muss ja nicht alles anfassen, was denen gehört. No good to me. Was ist das? Ein Lippenstift oder was? Sinnlos. Ups. Entschuldigung. War keine Absicht. So, hier liegt doch was auf dem Boden. Das ist doch bestimmt von Interesse. This isn't what we're looking for. Ja, was ist es denn? Ich kann es irgendwie überhaupt nicht erkennen. Na, irgendwelches spanisches Kauderwelsch. Okay, ich glaube, wir haben hier auch nichts mehr, was wir großartig untersuchen können. Dann werden wir mal mit ihr reden und schauen, ob wir was aus ihr herauskriegen können. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Gut, los geht's. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Das glaube ich ihr. Das klingt so typisch nach Südländern, nach feurigem südländischen Temperament. His honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricón that he is a man. Das klingt nach Südländer. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Ja, das wissen wir ja, dass das eine Lüge ist. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. Nett. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Gut, wir haben ja zum Glück Beweise, der Frühstücksteller. Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what and I don't want to know. I love him. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Na, sie sieht mir aber nicht so aus, wenn ich sie mir so anschaue. Then tell us where he is. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. Alter, Cole. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. Aha. We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Start line? That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. No wonder Delgado has such an eye for fine arts. Oh, das hat doch ganz gut geklappt hier mit der Befragung. We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get them off the streets. So, wir müssen jetzt aber nicht selbst ein Straßenrennen machen, oder? War das da drüben unser Auto? Ich weiß es gar nicht. Können wir eigentlich auch andere Autos nehmen? Das will ich mal probieren. Tatsächlich. Okay. Das ist krass. Kann ich wieder raus aus der Kiste? Ich kann einfach andere Autos stehlen? Wie wär's mit dem hier? Ich will mal kurz gucken, was der für eine Fahrphysik hat. Wir müssen ja auch mit anderen Autos fahren für irgendeinen Erfolg. Nee, das fühlt sich seltsam an. Ich bleib dann, glaube ich, doch mal bei dem Polizeiauto. Auch weil wir da Funksprüche erhalten für weitere spontane Zwischenfälle. So, kommen Sie rein, Mr. Bukowski. Ah, das war doch eine vernünftige Wendung. Jetzt muss ich nochmal schauen, ob ich... Ah ja, ich kann irgendwie noch hier mein Dingens wieder... Oder? Aufgaben? Ich will jetzt eigentlich gar nicht die Aufgaben alle durchchecken, sondern ich will eigentlich ein Ziel bestimmen. Wie kann ich das denn? Orte, hier. Genau das will ich.
Wir gehen erstmal zum Straßenrennen. Mit dem Typen können wir später noch reden auf dem Revier, oder? Ich weiß es halt nicht, weil wir sind ja jetzt eigentlich schon ziemlich nah dran. Ich glaube, wir gehen erstmal zum Revier. So. Einfach weil ich glaube, dass wir ansonsten... Dadurch, dass wir jetzt schon ziemlich nah dran sind an dem Typen, vielleicht das Gespräch verpassen. Das wäre ja auch blöd. Machen wir das doch mal. Kann ich hier runter? Geht das? Ich weiß nicht, ob das eine schlaue Idee ist, aber ich mach's einfach mal. Lauft, Bitches! Lauft! Wuhu! Hier mit Vollspeed runterheizen, das wäre witzig. Lauf! Okay, danke. Ne, bleib zur Seite hier. So, geht doch. Ach, siehst du mal, wir sind sogar schon vor Ort. Das ist ja praktisch. Ecke First und Hill, 17.15 Uhr. Das LAPD. Do we have a Juan Francisco Valdez in for questioning? Sure do, Phelps. Your bird's an interview too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. Okay. Schauen wir uns mal an. Scheint auf jeden Fall ein seltsamer Vogel zu sein. Da bin ich ja mal sehr gespannt. About time. Are you the senior officer I requested? I'm Detective Phelps and this is Detective Bukowski. Have you any idea how long I've been waiting to speak with you? I am needed back at the consulate and you keep me here like a common criminal. All right, friend. Let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Counsel General. I insist on my full title. Ja, ja, ist klar. Vor allen Dingen, er ist doch von alleine hergekommen. Ich glaube nicht, dass er festgehalten wurde, oder? Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, a Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano-Suiza brought up from Buenos Aires. Ja, das stimmt, das wissen wir ja. Dewey Brothers. You think someone from the garage could have been involved in the theft? It would not surprise me in the least. Wie jetzt falsch? Warte mal. Aber der hat das Ding noch bei den Dewey Brothers gekauft, oder? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Der hat die Kiste doch bei den Dewey Brothers gekauft, oder? Was ist denn da jetzt so falsch dran? Das verstehe ich gerade nicht. Consul General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consular garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we don't do that here, your worship. Ja, wahrscheinlicherweise wird das dann richtig sein, wenn das andere falsch war. You didn't use the car last night? For dinner, yes. But it was back in the garage by 9. War auch falsch, na dankeschön. Wie hätte ich denn hier irgendwas... Sorry, aber Leute... Warum hätte ich das jetzt anzweifeln sollen? Mal ganz ehrlich, was für einen Grund hätte ich jetzt gehabt, seine Aussage in dem Punkt anzuzweifeln? Ich habe keinen Hinweis darauf, dass es irgendwie falsch sein könnte. Und das Erste, wir waren noch bei den Dewey Brothers und die haben doch gesagt, dass sie die Kiste dort gekauft haben, oder? Ich verstehe es nicht. Also ganz ehrlich, das verstehe ich nicht. Kann ich das nochmal... Ach, da setzt sich bloß hin. Kann ich nochmal irgendwie mit dem reden? Ja. No more questions. I am late for an important engagement. Sorry, aber das war wieder so richtig schön sinnlos gerade. Und das sind so die Momente, in denen mich das Spiel ein bisschen nervt. Das ist dann so der Punkt, das Spiel versteht mich nicht, ich verstehe das Spiel nicht. Ach komm, wir nehmen mal den hier. Ich habe keine Lust mehr, Privatkarre rumzufahren. Komm, schneller, Beeilung. So, dann... Komm, das war jetzt total sinnlos. Machen wir einfach mal zum Straßenrennen hin. What kind of man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cards? Pregnant girlfriends aren't always a barrel of laughs. Everyone needs to let off a little steam. Some guys wouldn't come back home at all. Are you talking from experience? Verzeihung. As quick as we shut one of these races down, another one springs up somewhere else. Kids used to steal cars to sell them. Now they just want to wrap them around a lamppost.
The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk, you're calling them. I've had enough of those to last me a lifetime. Any unit able to handle citizen reports of 211 in progress. Oh, das war die falsche Richtung, Mensch. Na komm, wir schauen uns das Ganze mal an. Warum nicht? Die Kiste fährt auf jeden Fall besser als die zivile, habe ich das Gefühl. Also sie kommt mir wendiger und schneller vor. Aber vielleicht bilde ich mir das auch bloß ein, ich weiß es nicht. So, ich hoffe bloß, wir müssen dann bei dem Straßenrennen nicht wirklich mitfahren, um die zu kriegen. Das wäre ein bisschen unschön. Da gibt es doch angenehmere Sachen. Aber ich glaube, es wird darauf hinauslaufen. Die Typen werden wohl abhauen und wir müssen hinterherfahren, um die noch reinzuholen. Aber erstmal regeln wir wieder hier eine kleine Schießerei oder was auch immer das darstellen soll. Ich weiß es nicht. Mal schauen, wie lange ich darauf noch Lust habe, auf diese kleinen Nebenaufträge. Wahrscheinlicherweise, wenn es sich immer wieder um dieselben Sachen handeln sollte, nehme ich mal an, werde ich früher oder später die Lust daran verlieren und die dann einfach nicht mehr machen. Na, wir werden sehen. Das Mensch, mal kurz hier auf die Karte geschaut. Das ist ja am Hintern der Welt, Mensch. 1, 2, dritte Abfahrt links. Okay, so Broadway und dann die nächste sollte es sein. Die nächste große. So, probieren wir es doch mal hier. Hey, ein neues Wahrzeichen entdeckt. Wunderschön. Gut, dann sollten wir es ja jetzt gleich endlich geschafft haben. Können wir eigentlich auch mit Straßenbahnen fahren? Das würde mich sehr interessieren. Ja, ich bin doch schon da. So, was haben wir denn da? Hoteldiebe. Sorry, Mister. It's just my hands are shaking. Shut up! Get the money in the bag. Yes. Yes, sir. Hurry the hell up, will you? Come on. Goddamn cops! Ja. Careful! He's got a gun! Oh juhu, Verfolgungsjagd bei einem bewaffneten Typen. Das ist ja immer das Schönste. Wo müssen wir denn... was? Willst du mich verarschen? Komm rein, ein bisschen schneller vielleicht. Nö, ich lasse ihn einfach zurück. Komm, scheiß drauf. Mal schauen, bringt das jetzt was, den zu rammen? Ich habe keine Ahnung. Kann ich selbst schießen? Ich glaube nicht, ne? So, zumindest haben wir ihn schon mal erwischt, aber es hat irgendwie nicht viel bewirkt, habe ich das Gefühl. Ist das jetzt Bukowski, der hinter uns fährt? Das wäre lustig. Aber ich komme ihm auch nicht näher, ne? Bleiben Sie stehen, junger Mann! Sie fahren viel zu schnell! Oh! So, ah, ich doch. Mensch, da kommt mir einer entgegengerannt hier. Ich fasse es ja nicht. Ah, schade. Okay, wir sind da. Mensch, das ist ja richtig aufregend hier. So komplex mit Verfolgungsjagd und so weiter. Verrückt. Na, aber, wirst du wohl. So, dann machen wir das Spielchen mal hier wieder schön. Das ist für den ersten und der zweite hat es nun ebenfalls hinter sich. Cole hat's drauf. Schön, das war doch ein bisschen anders als vorher bei den anderen. Car 11K to KGPL. Bristol Hotel 211 ist Code 4. Venus, be advised, Code 4 at the Bristol Hotel on 8th Street, Code 4. Gut, ist unser... Ja, Bukowski ist wieder da, unser Kollege. Und wir haben erstaunlicherweise wieder die andere Karre jetzt hier. Na gut, warum nicht? Dann können wir uns ja jetzt auf den Weg machen, wieder unserem Fall hinterher zu heizen. Also ich habe so das Gefühl, diese Beziehung zwischen L.A. Noir und mir, das ist ein ständiges Auf und Ab. Manche Sachen klappen richtig gut. Und dann gibt es wieder Momente, in denen wir uns einfach überhaupt nicht verstehen und es dann total beschissen läuft. Siehe erst die Befragung mit der Frau Rodriguez und dann die Befragung des Konsuls.
Naja, mal schauen. Ich nehme mal an, jetzt wird es erstmal nicht so viel zu befragen geben unbedingt. Jetzt wird wohl erstmal hartes Durchgreifen gefragt sein, wenn wir gleich bei dem Straßenrennen ankommen. Höh! Gott, die Kiste, die bremst ja gar nicht. Na gut, bei den Reifen, was willst du erwarten? Da ist nicht viel mit Profil und mit Bodenhaftung. Da drehen dann halt die Reifen durch und dann schlittern wir auch noch 5000 Meter weit. Gut. Schön, alles macht sich aus dem Weg. Die Straßenbahn dürfte auch stehen bleiben, wenn sich jemand mit Sirene der Kreuzung nähert. Das wäre schon intelligent. Aber wir kommen jetzt sowieso auf weniger stark befahrene Straßen, wie es scheint. Wirklich? Oh, Leute. So, ich hoffe mal, das ist gleich um die Ecke. Es wäre jetzt nicht schön, wenn ich jetzt den ganzen Weg gefahren bin, um jetzt wieder zurückfahren zu müssen. Wo ist denn das? Lass mal schauen hier. Wo ist denn das? Ach, hier. Nee, verstecktes Fahrzeug, was? Lege ein Straßenver... Warte mal. Nee, das ist es nicht. Wo ist denn dieser Fall, den ich gerade angenommen habe? Was? Nein! Nein, das ist mir zu weit. Vergiss es doch. Aber dieses versteckte Fahrzeug würde ich mir gerne mal anschauen. Ja, was ist das denn? Das wird mir auch nicht hier auf dem Dingens angezeigt, auf dem Radar, ne? Ach, hier drin. Kann das sein? Ich will noch mal kurz schauen, auch wenn das jetzt nicht viel mit dem Fall zu tun hat, aber ich will mir das mal ganz kurz anschauen. Komm ich hier rein? Nein. Ich glaube, das wird wohl das Fahrzeug da drin sein. Das würde mich doch gerade mal interessieren. So, irgendeine Tür muss doch hier aufgehen, Mensch. Hier ist doch offen. Seltene Fahrzeuge sind in sicheren Garagen überall in der Stadt zu finden. Suche nach blauen Türen mit der Aufschrift Angel City Security. Aha. Der sieht ja abgefahren aus. Sehr futuristisch. Hat so ein bisschen was von einem Batcar aus den 50ern. Könnte auch aus der... Willst du nicht vielleicht einsteigen, Bukowski? 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 Kommst du vielleicht mit rein in die Kiste? Ich meine, ich fahre auch ohne dich. Ich kann dich eh nicht leiden, aber ich brauche dich ja irgendwie manchmal doch ein bisschen. Niedlich. Ne, so stelle ich mir ein Auto vor, auch das eventuell in der Batman-Serie aus den 50ern mit hätte stammen können. So ein bisschen futuristisch angehaucht, aber halt doch sehr in dem 50er-Stil. Ist auf jeden Fall schön schnell. So, ist doch genau das Richtige für eine Straßenverfolgung jetzt gleich. Das Verbrechen bleibt jetzt mal außen vor. Ich meine, das ist ja so weit weg, das können wir echt vergessen. Aber ich sehe schon, da haben sie schon am Start gestanden. Illegales Straßenrennen. 18:03. Quick, they're getting away! Wann haben wir denn das Auto gewechselt? 1247. Requesting assistance at First and Santa Fe. Reports of an illegal street course. Na gut, wir machen hinter dem Roten her. Ey, lass mal. Ich will keine Leute überfahren, du Pissgesicht. Oh, was wollt ihr denn von mir? Komm, hör auf. Geh weg. Ah! Könnt ihr mal aufhören, mich hier zu nerven? Ich will doch bloß unter dem Roten her. So, jetzt sind wir dran. Okay. Now we're talking, man. Huh! Scheiße. Das weiß ich doch nicht vorher, dass die so komisch fahren hier, Mensch. Schweinehunde. Das war gemein. Das war echt fies. Aber er scheint zu warten. Kann das sein? Achso, nee. Der ist einfach nur langsam in der Brühe. Okay. Wow, haben wir hier Aquaplaning? Das wäre ja interessant. So, aber er ist ziemlich langsam gerade. So, jetzt sind wir dran. Okay. Kann ich ihn vielleicht irgendwie mit ein bisschen von unten eins... Oh! Wer hat denn da diese Lücke reingemacht? Kann ich eins mitgeben oder so? Ah, nee, shit. Schwimmt zu sehr. Ah, ich komme nicht richtig ran. Immer so im letzten Moment. Na gut, heizen wir einfach mal. Oh Gott.
hinterher. Interessant, interessant. Ich glaube, das war's für Gabriel Delgado erstmal. Oh ne, er läuft jetzt nicht noch weg, oder? Och Leute. Gabriel Delgado, you're under arrest for Grand Theft Auto. Dankeschön. Für Grand Theft Auto, ne, sowas. Fuck you, puto! You should speak to the maricón! Valdez, I showed him! Now who's a man? I should burn his fucking car! You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That Detective Phelps is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing and we need more of it in this department. Das hat doch gut funktioniert. Und Coles Reputation steigt weiter. Ich glaube, wir werden nicht mehr allzu lange im im Verkehrsdezernat sein. Ich glaube übrigens, die Consus K, ich weiß es gar nicht. Ist das eins von den DLC-Fällen? Kann sein. Ich glaube nämlich, die Fälle, die aus den ganzen DLCs sind, die kommen mit im normalen Spiel jetzt einfach mal so mit drin vor. Bin ich mir aber nicht sicher. So, na gut, haben wir das gelöst? Fahrzeugschaden, ja gut, Sachschaden, okay, passiert. Was soll's? 16 von 17 gefundenen Hinweisen, Fragen richtig, 8 von 12. Naja gut, das war halt durch die Befragung von Dewey und die Befragung des Konsuls. Hätte besser laufen können, aber es ist jetzt auch nicht so schlecht gelaufen. Weiter geht's.